Hallo, mein Name ist Eckhard von Hirschhausen. Ich bin Beirat von Fineo. Sie kennen mich vielleicht als Arzt, aber in letzter Zeit treibt mich ein Thema um, was vielleicht das größte Problem der Menschheit ist. Klingt so pathetisch, ist aber so. Das sagen auch weltweit führende Organisationen wie der Lancet Climate Countdown oder auch der Weltärztebund. Wir haben ein riesiges Problem, dass, wenn wir weiter so machen wie bisher, die Erde unbewohnbar wird. 2019 spürten wir, wie 2018 auch hier in Deutschland, die Folgen des Klimawandels. Es wird heiß, es wird ungemütlich und erst recht im globalen Kontext. Metaphorisch gesprochen hat die Erde Fieber und das Fieber steigt, weil auch die Emissionen von Kohlendioxid und anderen Abgasen in die Atmosphäre weiter steigen. Wir haben nur noch wenige Jahre, diese Erde bewohnbar zu halten. Und als Arzt weiß ich auch, dass die Grundvoraussetzungen menschlicher Gesundheit nicht im Gesundheitswesen hergestellt werden. Dazu gehört eine erträgliche Außentemperatur, dazu gehört saubere Luft, dazu gehört Wasser und natürlich auch etwas zu essen. Wenn es aber Dürre gibt, Wassermangel und Nahrungsmittelausfälle auf vielen Regionen gleichzeitig der Welt, haben wir ein massives Problem, für das es keine Tablette, keine Operation, keine medizinische Intervention gibt. Und deswegen engagiere ich mich mit den Scientists for Future und wir unterstützen Fridays for Future, aber es braucht vor allen Dingen wirksame Lösungen und viel, viel philanthropisches Engagement. Deswegen bitte ich Sie, engagieren Sie sich in diesem wirklich überlebenswichtigen Terrain und wenn Sie wissen wollen, welche Lösungsansätze die höchste Wirksamkeit haben und wie man mit Geld erstmal darüber nachdenken kann, wo man es abzieht und dann, wohin man es geben möchte als Energie, dann lassen Sie sich doch beraten, zum Beispiel von Fineo. Dort finden Sie kluge Köpfe, die mit darüber nachdenken, wie findet das Geld zum Sinn in höchster Wirksamkeit. Herzlichen Dank.